So, dann wollen wir mal hier aus diesem Sumpf, könnte man schon fast sagen, wieder raus. Und dahin zurück. Dafür gönnen wir uns doch mal eine Hast. Obwohl, nee, erstmal, wenn wir aus dem Schleim hier draußen sind. Sonst bleiben sie selbst mit Hast stecken und wir verschwenden die Zeit. Im Moment. Nicht da so stehen bleiben. Ja. Das sind schon mal zwei Heiltränke gewesen. So, Hast. Nein, nein, was war? Stopp, 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 stopp. Na gut, Zauber ist zu Ende. Jetzt dauert es nur wieder. So, wir wollen erstmal dahin und gucken, was das Pathfinding macht. Wo kommst du her? Hierher? Na gut, alle drauf. Mit der Haste geht's ja schnell. Zack, 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 zack. Und weiter. Noch irgendwas wieder aufgetaucht? Nö, so weit nicht. Die Tür ist zugegangen. Na gut, das hatten wir ja oben schon mal. Oh, und Düne hier hat die Hast widerstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen ihrer Schutzkugel ist oder wegen ihrer normalen Magieresistenz, die sie hat. Warum auch immer sie die hat. Eigentlich haben nur Dunkelelfen sowas, oder? Magiewiderstand 5. 0, 0, 0, 0. Er muss wegen ihrer Herkunft sein. Sie ist ja aus dem Land, das für die Magier bekannt ist, glaube ich. Also wo auch Edwin her ist, wenn ich mich richtig erinnere. Gucken wir einfach mal kurz nach. Statistiken, Biografie. Als ihr Düne hier nach ihrer Vergangenheit fragt, hat sie nicht viel zu sagen. Anscheinend kommt sie aus dem fernöstlichen Raschemen und ist mit ihren Leibwächtern namens Minsk gen Westen gezogen. Minsk befindet sich auf seiner Dashemma, einem Übergangsritus. Oh, will ein Mann werden. Und sie selbst scheint sich etwas Ähnliches vorgenommen zu haben. Dazu meint sie jedoch lediglich, dass der Schwertküste große Dinge vorausgesagt wurden. Sie wirkte sehr selbstbewusst. Sie wirkt sehr selbstbewusst und besitzt einen siebten Sinn für das Wissen alter Zeiten. Darüber hinaus ist sie sehr wählerisch, was ihre Begleiter angeht. Ja, in letzter Zeit meckert sie ein bisschen viel. Sie hat bereits Bedenken über den Geisteszustand ihres Leibwächters geäußert. Na, das tut jeder mit einigermaßen Verstand, denke ich mal. Allerdings bleibt es nicht verborgen, dass sie ihn respektiert und sie wagt kaum einen Schritt ohne ihn. Na klar, wenn ich als Magier so einen Bär neben mir hätte stehen können, stehen hätte haben können. Ja, der würde es auf jeden Fall auch machen. Tank ist immer gut. So, jetzt wollen wir aber gucken, ob der Schlüsselstein die Tür da aufmacht. Hast du den? Nein, du hast ein Schild, das Dünner hier gehören sollte. Jedenfalls kurzfristig. Plus 1, kannst du Minsk. Kompass, Schlüsselstein. Dann schauen wir doch mal, ob du die Tür aufmachst. Nö. Schade. Dann bleibt jetzt nur noch das kleine Fitzelchen, das wir gefunden haben. Denn sonst haben wir alles aufgedeckt. Oder es ist die Tür. Aber ich denke mal, die Türen werden beide von demselben Stein geöffnet. Aber naja, gucken wir nach. Nicht lange reden. Immerhin vorschicken. Nach Fallen gucken. Da. Und der Rest kann schon mal in Stellung gehen. Hier war die Schmiede. Scheinbar keine Falle. Oh, hier werden Fallen sein. Skelette sind niemals gut. Und dieser Lederstreif mit der Statue? Die Statue stimmt an. Jeder, der sich über den Runenteppich wagt, wird niedergestreckt. Ja, definitiv eine Falle. Also nicht über das Lederbänzel gehen. Was ist, wenn wir hinten rumgehen? Oh, und da geht's auch weiter. Na gut, dann lassen wir den Lederband erstmal da so stehen und ignorieren den. Schauen hier weiter und wenn es hier nicht geht, dann schleichen wir uns hinter den Statuen rum, obwohl ich irgendwie nicht glaube, dass das klappt. Was wäre ganz schön albern, wenn sie so eine extravagante Falle hier aufbauen und man sie einfach umgehen kann. Das ist ja ziemlich offensichtlich, ne? Wo man rauftreten darf und wo nicht. So, langer Gang. Blitzpingpong? Nein, nicht du. Blitzpingpong? Fragezeichen. Wo führt das überhaupt hin?
Oh, es führt zurück zu der Steinstatue. Ja, die Tür habe ich vorher gar nicht gesehen. Oh, was bist du? Eine Pumpe? Das sieht ganz schön modern aus. Okay, passt zu dem Garagentor da hinten. Was haben wir hier? Eine kleine Inschrift über einem winzigen Schlüsselloch besagt: Knochenschlüsselstein hier einstecken, um Runenfallen zu entschärfen. Oh, okay. Aber war das Rätsel nicht, der Knochenschlüsselstein geht dahin, wo kein Fleisch gehen kann? Ja, okay, ein Finger reinstecken wird wahrscheinlich nur wehtun. Als ihr den Knochenschlüsselstein in das Schlüsselloch der Maschine schiebt, summt die Maschine für einen Moment und ist dann wieder still. Es gibt so viele Ihr seid Orte, euch sicher, dass etwas an denen ich ausgeschaltet jetzt worden nicht ist? wäre. Aber, Gerogon hatte den Stein. Das könnte ein Bug sein. Ich schicke lieber nochmal Gerogon hin und drücke das Ganze nochmal. Immerhin kannst du zurück zur Gruppe. Und du drückst da auch mal drauf. Na okay, es kommt jetzt immer nur die Nachricht, dass man Schlüsselstein einstecken soll. Nicht, dass irgendwas entschärft wurde, die kam nur einmal. Also scheint was auch immer entschärft worden zu sein. Wahrscheinlich der Runenteppich. Liegt hier direkt nebeneinander. Auch wenn es komisch ist, dass die Tür dahin nicht abgeschlossen ist und jeder da rein kann. Aber gut. Das hinterfragen wir nicht weiter. Wir speichern ab. Und schicken Minsk vor. Du geh mal ganz weit von der Gruppe weg. Und du solltest nicht so weit vorne stehen. Du auch nicht. Du auch nicht. Ihr steht vorne. So, jetzt geh mal erhobenen Hauptes darüber. Kein Klick-Klick, kein Bum-Bum. Scheint zu funktionieren. Nochmal ein bisschen hin und her. Gut. Das hätte schlimmer laufen können. Und hier haben wir noch eine leere Grabstätte. Oh, Kisten. Es ist eine Schande. Ja, Gorain würde es auch nicht gut heißen, wenn wir die Kisten hier plündern, aber Imoen will das. So, der Rest schaut sich hier mal um. Hä? Oh. Was ist das denn alles? Lauter Kisten, die man nicht anklicken kann, Schätze, die auf dem Boden rumliegen, die man nicht anklicken kann. Na gut. Und die eine Grabstelle kann man benutzen. Also hätte der Ghoul wirklich die Leiche dabei, dann könnte ich mir vorstellen, dass man die Leiche da jetzt rauflegen kann, aber wir haben keine bekommen. Oder wir haben eine bekommen, sie wird bloß nicht im Inventar angezeigt. Fragen über Fragen. Das kann erstmal weg. Das kann auch weg. Was bist du? Streitkolben plus 2. Bitte lass sie Jahira benutzen können. Sie läuft immer noch mit einem billigen 1 Goldmünze werten Knüppel rum. Ja, so, der kann also auch weg. Er kann dahin. Na gut, dann klickt mal da drauf und schau, was passiert. Oh. Das war nicht gut. Oh nö, nicht schon wieder West-Nordost. Alle da in die Ecke. Ganz in die Ecke. Und Girugon spricht mit dem da hinten. Wow. Mein Vater zog umher wie ich und sah in seinen Lebzeiten viel von der Welt. Man hatte vor ihm Respekt, aber er hatte kein Heim. Er starb ganz für sich in einem fremden Land. Ohne irgendwelche verwandte Zwerge um sich. Das wird mir nicht passieren. So weit folge ich ihm dann doch nicht in seinen Fußstapfen. Ich wollte nicht Durlak der Clanlose sein. Davor fürchte ich mich. Verfolge die Spur dieser Furcht und zeig mir, dass ihr etwas gelernt habt. Okay, jede Menge Möglichkeiten. Es ging eigentlich um den Schatz, den er beschützen wollte, oder? Sein Heim zu verlieren, die Handwerker taten, was sie konnten, aber sie waren nicht überzeugend von. Nee. Es begann mit den Eindringlingen und ihrer Bedrohung gegen euch. Sie wuchsen eurem Clan und an den Gedanken, dass noch mehr sterben würden. Sie nagten eine Weile von innen an euch, bevor die Handwerker diesen Ort dagegen befestigten.
Nee, so war das nicht. Zuerst hat er das Heim hier aufgebaut. Unter anderem, um seinen Schatz zu beschützen und seinen Clan um sich zu haben. Dann kamen die Eindringlinge, dann hat er die Eindringlinge umgebracht und dann hat er die Fallen gebaut. Aber keins davon hört sich danach an. Es begann mit euch und eurem Verlangen nach einem Heim. Sie wuchs mit eurem Clan, da ihr fürchtetet, die anderen zu verlieren. Sie zeigte sich anhand der Eindringlinge, die kamen, aber ihr hattet ihr Kommen bereits geahnt. Hatten wir nicht. Die waren plötzlich da und er musste seine Verwandten umbringen. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Verwandten umgebracht wurden, sonst würde das Dritte echt Sinn machen. Also es begann mit den Eindringlingen und ihre Drohung gegen euch. Dann wurden halt ein paar Verwandte umgebracht. Sie wuchs in eurem Clan und an den Gedanken, dass noch mehr sterben würden, also der Rest des Clans. Und dann hat er es befestigen lassen. Es kann ja sein, dass Kiel und sein anderer Sohn erst später gestorben sind. Was ist genau die Frage? Ich wollte nicht Durlach der Clanlose sein, davor fürchtete ich mich. Verfolgt die Spur dieser Furcht und zeigt mir, dass ihr etwas gelernt habt. Die Spur der Furcht. Sie begann mit euch, aber es beruhte hauptsächlich auf eure Furcht vor den Eindringlingen. Ja, er wollte nicht, dass die Eindringlinge wiederkommen. Sie griff auf euren Clan über und dann auf die Mauern dieses Ortes, selbst die von Handwerkern befestigt worden waren. Ja, ich probiere das mal. Ihr habt nicht zugehört, antwortet noch einmal. Ping-Pong, Ping-Pong, weg, 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 weg. Na gut, aber wenigstens ist der Raum hier groß genug. Ah, sowas hasse ich. Aber wir wissen eigentlich, was passiert ist. Nur diese Antwortmöglichkeiten sind komisch formuliert. Also es begann nicht mit uns. Das würde auch Sinn machen. Es begann mit eurem Clan, also dass sie getötet worden sind, und seiner Furcht, sein Heim zu verlieren. Die Handwerker taten, was sie konnten, aber sie waren nicht überzeugt von der Qualität ihrer Arbeit. Ihr fürchtet euch die Eindringlinge, aber am Ende fürchteten sie euch auch. Weil er sie halt umgebracht hat. Ihr habt nicht zugehört. Ah. Shahira, heil ihn. Ja, das Unnatürliche ist die schlechte Übersetzung. Oder meine Schusseligkeit, eins von beiden. So, und nochmal. Und du trinkst ja gleich einen Magiewiderstand-Trank. Auch wenn nur noch 3 oder 4 Antworten übrig sind. Was soll's. So. Die Furcht beherrschte die Handwerker und ihre Sorge, ob ihre Arbeit euch schützen würde. Nee. Sie beherrschte euren Clan und dann auch euch, als ihr fürchtetet, dass ihr sie nicht beschützen könntet. Und dann war sie in den Eindringlingen, die eure Rache fürchteten. Ob die Handwerker jetzt Angst hatten? Nee, denke ich eigentlich eher nicht. Ja, ich nehme jetzt erstmal 3. Also wir haben bisher 6, 5 und jetzt 3. Ihr habt nicht zugehört. Okay, die Handwerker hatten Angst. Nein. Aber da sieht man auch mal wieder mein Glück, ne? Ich meine, es sind jetzt nur noch 2 übrig. Alle anderen habe ich schon mal angeklickt. So. Es begann mit eurem Clan und der Furcht, die anderen zu verlieren. Das hatten wir eigentlich, glaube ich, schon mal geklickt, ganz am Anfang. Aber sicher ist sicher. Ihr habt nicht zugehört. Wow. Die Chance, dass ich als letztes die richtige Antwort finde, ist ziemlich gering. Aber naja. So, was könnte das jetzt bloß sein?
Es begann mit euch und eurem Verlangen nach einem Heim. Sie wuchs mit eurem Clan, die ihr fürchtetet. Da ihr fürchtetet, die anderen zu verlieren. Sie zeigte sich anhand der Eindringlinge, die kamen, aber ihr hattet ihr Kommen bereits geahnt. Hatte er nicht. Auf keinen Fall. Es wurde euer Heim, in dem ihr euch sicher fühltet.